Liebe Leute, Hygiene ist ja gerade ein großes Thema. Aber Hygienevorschriften sind auch schon seit ganz vielen Jahren unser Thema. Wir arbeiten in einer Branche, in der wir mehrmals am Tag reinigen und desinfizieren. Wir schreiben Reinigungskonzepte, führen Temperaturkontrolllisten und tun alles, was in unserer Macht steht, um Viren und Bakterien keine Plattform zu geben. Hygiene und Kontrolle war, ist und bleibt unser tägliches Brot. Wieso Hochzeiten? Ich war gerade vom Standesamt, da stehen 15 Brautpaare, die wollen heiraten. Wieso? Gastronomie, was habt ihr denn? Herr Sarek, ich habe mal einen von denen gefragt, ob der Bock hat, heute Abend zu feiern. Ja, wieso? Ja, das darf er nämlich nicht. Und wenn wir jetzt keinen Gas geben und in der Politik nicht erhört werden, dann wird es auch noch eine ganze Zeit so bleiben. Sagt uns, wann dürfen wir 50 Leute unterbringen, wann dürfen wir 150 unterbringen und wann 250? Ja, die aktuelle Situation ist folgende. Und zwar sind die Gasthäuser aufgrund der Pandemie natürlich geschlossen, weil keine Veranstaltungen stattfinden dürfen, sowohl in Lutten als auch in Rechterfeld. Und im Moment sind die Betriebe noch gänzlich geschlossen. Verluste sind wir im hohen sechsstelligen Bereich bei beiden Betrieben. Arbeitsmäßig haben wir Gott sei Dank noch den Getränkehandel. Aber auch dort leben wir vom Außerhausgeschäft, von Partys und auch Veranstaltungen mit vielen Kühlwagen und so weiter, die natürlich auch momentan nicht stattfinden. Stemmen tun wir das seit der Verordnung vom 15. und 16. März diesen Jahres, also jetzt genau 3 Monate. Also wir gehen davon aus, dass auch größere Veranstaltungen im Moment und auch weiterhin noch nicht stattfinden werden und dass vielleicht ja, maximal ein Jahr gut gehen wird. Bei uns liegt halt der Fokus auf Veranstaltungen und die sind halt im Moment noch verboten und das ist ja auch das große Problem. Deshalb stehen wir auch hier in Oldenburg, weil der Stufe 5, die am 22. Juni beginnt, sieht auch noch nichts vor, dass wir die Veranstaltungshäuser wieder öffnen dürfen. Deshalb sind wir hier. Ganz wichtig ist dort das Wort Planungssicherheit. Wir müssen unseren Geburtstagskindern, unseren Hochzeitspaaren, die wir fast täglich am Telefon haben, mitteilen können, was sie denn nun machen können. Wir wissen ja, eine Hochzeitsgesellschaft, eine Geburtstagsfeier weiß, welche Personen auf dem Saal sind. Das heißt, wir könnten auch die Infektionskette einhalten. Und von daher brauchen wir ein konkretes Datum, wann es bei uns wieder losgehen darf.